Metalhead TV. Hallo Metalheads, hier der zweite Teil über das Metal Colonia Festival. Fest. Haben die Leute gefragt. Ja, ist wichtig. Ein wichtiger Unterschied. Wieder dieselben Gesichter neben mir. Und wichtig, das Bier. Es kostet wie viel? Ja, wir sind das einzige Festival, wo uns die Leute schon gesagt haben, wir müssten auf jeden Fall die Getränkepreise erhöhen. Und das ging gar nicht, dass das so billig ist. Und doch, geht weiterhin. Es gibt also nach wie vor das große Kölsch, also 0,4 für 2 Euro. Und Shots werden wir uns dann auch noch was einfallen lassen. Ich spoilere mal, größtenteils der Shots auch tatsächlich für 1 Euro. Noch genaue Liste erfahren wir noch. Wir sind noch in Verhandlungen, aber das wird es auch auf jeden Fall geben. Aber man kann sich seinen Durst gut löschen mit Bier. Ja. Ja, was will das Metaler Herz mehr? Sind die Bands gut? Nee, aber das Bier war günstig. Dann machen mir alle Bands ja gefallen, ne? Schon alle gut. Du hast mit der Kloschüssel gesprochen. Apropos Kloschüssel. Piet, wer bist du? Stell dich mal vor. Das war jetzt eine elegante Überleitung. Ja, danke, danke, danke. Wir reden da noch nachher drüber. Ja, ich bin einer der Dinosaurier der Kölner Metal-Szene, seit den 80ern schon dabei. Und ein anderes Jahrtausend. Ja, ein anderes Jahrtausend. Und ja, das erste eigene Konzert habe ich 1998 mit Guerilla damals noch veranstaltet. Das Brainslaughter. Und ja, seitdem eigentlich durchgehend jedes Jahr mindestens einmal muss ich irgendwas starten. Teilweise natürlich auch ganz egoistisch, weil meine eigene Band, die will ja auch mal aus Köln rauskommen. Und das funktioniert halt ganz prima, wenn man anderen Bands aus anderen Städten sagt, prima, ihr könnt in Köln spielen, aber dafür kommen wir euch auch mal gerne besuchen. So, und die Motivation, das jetzt so weiterzumachen, es hat sich verändert. Also mittlerweile ist es mir wirklich viel wichtiger geworden, wirklich was für die Szene zu tun. Also der Aspekt hat sich im Laufe der Jahre dann doch, der hat erheblich mehr Gewicht bekommen. Also, aber ursprünglich war es wirklich eher Egoismus. Okay, was er jetzt ganz vergessen hat, er hat nämlich immer noch eine Band. Und ob die auch dabei sein werden? Er hat die besten Connections. Kennt ihr den anderen Veranstalter, der sich jetzt auch mal vorstellt? Also ich kenne ihn manchmal. Ich spreche nicht oft mit ihm, aber es sollte häufiger passieren auf jeden Fall. Mahlzeit PY von Metal Colonia Fest. So, jetzt einen schönen Monolog soll ich jetzt tatsächlich führen. Wer bin ich, warum bin ich und was mache ich? Tatsächlich ist mir das noch nie bewusst gewesen, dass Pete erst 98 dein erstes Festival, das Brainslaughter war das erste. Wir sind eine Generation Unterschied. Wir lieben aber fast die gleichen Bands. Megadeth zum Beispiel feiere ich bis heute noch, außer die letzten beiden Platten, die waren echt furchtbar. Das würde ich wahrscheinlich jetzt geschlagen für, aber die gingen tatsächlich auf keine Kuhhaut. Mein erstes Festival war das Dark Embrace Festival und das war 2000. Ha! Ich bin nur 2 Jahre hinter dir. dann die Frage tatsächlich, warum machst du diesen Scheiß? Oder das generell ist die Frage im Leben, warum macht man irgendwas? Mein Grundgedanke oder was ich immer schade fand, was ich damals in der Szene oft mitbekommen habe, ist, dass so viel gegeneinander gearbeitet worden ist. Und das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht, es war, den 90ern war auch so ganz krass, diese Black Metal und Death Metal Hasserei in Köln. Die war extrem. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich finde aus beiden Genres richtig viel richtig gut. Unterschiedliche Musikrichtungen, aber dass da so eine grundgemeine Attitude drin war, wollte ich nie verstehen. Und deswegen war der Grundgedanke damals vom Dark Embrace Festival, übrigens haben auch Guerilla damals mit meinem guten, geschätzten Kumpel Piet Rode dort gespielt.
Wir haben immer alles querbeet, von netten Rock bis bösesten Black Metal bis brutalen Death Metal, netten Metal, jegliche Art von Geschlechter hatten wir auf der Bühne. Ich hatte, glaube ich, sogar tatsächlich mal einen jungen Mann mit einem Bobbycar bei mir auf der Bühne. Ich hatte alles an Geschlechtern da. Sei froh. Und daher kam, das ist mein Anliegen, die Szene zusammen noch weiter stärken, weil ich halte Köln immer noch für eine starke Metal-Szene. Wir haben großartige Bands, nicht nur, wie nennst du die, wie heißen die, Brings und Casala? Gesundheit. Und ja, die machen wohl auch Rockmusik. Ich kenne die, ich hab nicht viel mit Karneval am Hut, das tut mir echt leid. Ich habe jetzt, glaube ich, vor 3 Wochen meinen Urlaub jetzt für Rosenmontag eingereicht, damit ich mal, weil sonntags sind immer gute Partys, habe ich. Also, oh, da muss ich doch mal frei haben. Oh, das ist ja Karneval. Naja, jetzt dafür bin ich auch bestimmt wieder geschlagen. Schreibt unter den Kommentaren, wie ihr zu Karneval steht. Mein Duktus ist es nicht. Aber dementsprechend machen wir unseren Karneval mit den Langhaarigen und den Metalheads. Und der Grundgedanke auch vom damals schon vom Cologne Metal Festival, wie jetzt auch weiter vom Colonia Metal Fest ist, die Szene zusammenarbeitet und macht gemeinsam die Szene weiterhin stark. Weil wir sind stark, die ganze Kölner Szene. Wir haben 1000 gute Bands, 1000 gute Kumpels. Pete kennt das genauso, wahrscheinlich du auch, wenn du unterwegs bist. Man kennt immer irgendeinen. Mit irgendjemandem schmeckt das Bier an dem Abend sogar noch besser als an dem Tag vorher. Ich trinke nicht so viel Bier, deswegen seid froh, dass wir euch den schönen Bierpreis besorgt haben. Die Szene ist so stark und hat auch so viel Liebe in den ganzen Details und die ganzen Bands, die auch aus der Kölner Szene kommen. Auch die ganzen Urgesteine, falls soll ich mal ein Tribut auf meine ganzen Urgesteine. Vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, toll, ich rede wieder wahrscheinlich zu viel, oder? Nein, nein, okay. Dann noch kurz. Nochmal. Erst 5 Minuten, ja, da geht doch noch. Wir haben noch 5 Minuten nach. Nein, nach. Wir kriegen gerade von der Regie irgendeine Anweisung, aber ich verstehe sie einfach nicht. Pflaumenkuchen, ja, nehmen wir. Nein. So, ganz kurz noch zu meiner Person. Natürlich mache ich auch Musik, so ein etwas aggressiveres Zeugs. Meine Band heißt Six Zone, könnt ihr auch gerne liken auf Facebook oder auch die Videos teilen. Extremes Zeugs, muss man nicht mögen. Wer sich ein bisschen mit beschäftigt, mag es dann im Nachhinein leider. Pete mochte es am Anfang auch nicht. Jetzt sagt er so, oh, Viecher kommt mit Six Zone, finde ich gut. So, ich glaube, das war's jetzt erstmal ein Monolog. Finde ich zwar noch nicht. Ja, reicht. Okay, dann grüße ich noch meine Mama ganz lieb. Das muss man nämlich auch mal machen. Und warum der Kerl schon mal ein Brautkleid anhatte, das könnt ihr beim nächsten Mal erfahren. Da sprechen wir noch ein bisschen. Ah, einen habe ich noch. Einen hat er noch. Wir haben vergessen. Wir haben noch ein paar Namen vergessen. So gut ist mein Gedächtnis dann doch nicht. Ich meine, also ich vergesse Namen schneller, als sie mir jemand sagen kann. Aber unsere Helfer, ich habe doch tatsächlich in Folge 1 eine ganze Reihe vergessen. Der Dirk, der Dominik, die Mandy und den Merlin. Und ich war mir eben noch sicher, dass mir ein fünfter Name eingefallen ist. Glück haben wir noch eine dritte Folge. Beim nächsten Mal. Oder hast du noch? Vergiss es. Okay. Ich habe meine Mama gegrüßt. Das ist mein viel wert. Und warum er ein Brautkleid anhatte, das wollen wir nicht vergessen. Beim nächsten Mal. Und da sprechen wir ein bisschen über die Kölner Szene, die NRW-Szene im Allgemeinen. Bleibt dran. See you. Metalheads. Metalheads. TV.